Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Z Kakaroto. Im letzten Part haben wir das Versteck von Dr. Gero aufgefunden. Wir hatten dort dann das Vergnügen mit ihm und den Cyborgs, welche Trunks vor 3 Jahren schon in der Zukunft bekämpft hatte, beziehungsweise welche in der Zukunft bei ihm gewesen sind. Bei denen handelte es sich um C16, C17 und C18, wobei man sagen muss, dass C16 ein Cyborg ist, den Trunks aus seiner Zeit damals gar nicht kannte, weil C16 einfach nicht aufgetaucht ist. Er ging davon aus, weil er halt den Verlauf der Geschichte systematisch verändert hatte, weil er ja vor 3 Jahren kam und hier den ganzen Leuten erzählt hatte, was abgehen wird, kam es so, dass C16 neu dazu kam, der bei ihm nie aufgetreten ist. Aber auch wie er schon angekündigt hatte, sind die Cyborgs C17 und C18 furchtbar stark und wir hatten im letzten Part auch das Vergnügen, wir durften gegen C18 mit Vegeta kämpfen und hatten da auch erstmal ziemliche Probleme tatsächlich. Irgendwann haben wir es dann doch geschafft, aber ich bleib dabei, also bei allen Spielen, die ich so hatte, war immer C17 und C18 waren immer so meine, ja, nicht Hassgegner, aber ich hatte immer meine Probleme mit denen. Hatte ich zwar gegen C19 aus dem Part davor auch, also bei anderen Spielen, aber der ging noch verhältnismäßig. Also kann man sagen, C19 und C20 waren halt schon Cyborgs, die so eigentlich nie hätten auftauchen sollen. Und C17 und C18 sind jetzt auf dem Weg und suchen Goku, weil ihr oberstes Ziel wird es nämlich sein, hier Son Goku auszuschalten. C16 wurde auch dafür programmiert, um eben Goku zu besiegen. So, und wir müssen jetzt erstmal zur Weltkarte, weil wir müssen natürlich, weil die auf dem Weg zu Son Goku sind, haben wir jetzt den Auftrag, zu ihm nach Hause zu gehen und dafür zu sorgen, dass er dort wegkommt, weil sonst wird es so sein, dass die Cyborgs ihn schnell in die Mangel nehmen, weil der ist ja immer noch geschwächt durch des Herzviruses, welcher auch Trunks angekündigt hatte. Zudem war es natürlich auch so, dass Trunks hier mittlerweile bei allen bekannt ist. Jeder weiß um sein Geheimnis, dass er der Sohn ist von Bulma und Vegeta. Das haben sie mittlerweile alle gecheckt, weil Bulma hat ja auch schon den kleinen Trunks geboren. Genau, und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn das Geheimnis jetzt entlüftet wurde. Das wird sich da eh nichts dran ändern. Wobei, weiß man das so genau? Ich meine, rein theoretisch, wenn der Verlauf der Geschichte geändert wird, dann kann das alles sein. Aber nun gut, jetzt gehen wir zu Goku. Genau, Krillin ist ja auch noch dabei. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass Son Goku Bescheid weiß. ほら、てっきりご飯ちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんれ、おめえは誰だ?初めて見る顔だべ。どうも。初めまして。クリリン、無事だったか。よかった。心配したぞ。わ、ヤムチャさん。悟空は、あれからどうなりました?大丈夫だ。 薬を飲んで今眠っている。お前は未来から来た。そうか。お前が人造人間を倒してくれたんだな。いえ。詳しいことは後で話すけど、急いで無天老師様のところへ移動しないといけないんです。どういうことだ?新手の、もっと恐ろしい3人の人造人間がそのうちここへやってくるんです。そりゃ大変だ。 よし、大体詰め込んだぞ。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきたら。あれ?どうしてみんなが。何かあったんですか?話すから、とにかく飛行機に乗ってくれ。Okay, haben sie jetzt zum Goku transportiert? Scheinbar müssen sie ja wohl. Sonst wird das wenig Sinn machen.
それをじっくり探すところが面白いんだと。にしてもさ、ちょっと無計画すぎだよ。ねえ、16号、あんたは何か知らないの？東の439地区の山村に孫悟空の家がある。なんだ、知ってんじゃん。物知りだな。ドクターゲロから聞いていたのか？そうだ、飛んでいけばほんの数分で着く。だよね、あんたいいこと言うよ。それをわざわざ地上を移動するなんて無駄だって。そう愚痴るなよ。その無駄が楽しいんじゃないか。17号、あんたってほんとガキだね。Ja, C16 weiß sehr genau Bescheid. Der wurde ja sehr speziell dafür angefertigt, um Son Goku hier zu töten. Dementsprechend ist klar, dass der auch den Aufenthaltsort sehr gut weiß. Dr. Gero hatte ja auch hier einen kleinen Roboter, womit er uns hier auf der Erde schon beobachtet hatte. Und daher sollte es ihm natürlich klar sein, wo das Haus ist. Ist alles logisch und nachvollziehbar. Tja, schauen wir natürlich jetzt, ob die jetzt schon bei uns in der Nähe sind. Na, wir fliegen weg. Sollte passen. Na, Kuririn. Ja, ich bin da. Kuririn. Ich bin da. Burma, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. ああ、そうっすね。でも、俺が連絡するんすか？やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンっすけど。そこに未来の私の息子のトランクスいない？え、あ、はい、ちょうどいますが、どうかしたんですか？それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。苔とかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない？これは、間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか？詳しくは分からないけど、西の1050地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。 Sehr interessant auf jeden Fall. Natürlich werden wir das Ganze jetzt erstmal begutachten müssen und schauen, um was es sich dabei handelt. Hi. So. Suchen wir jetzt die westliche Hauptstadt auf und schauen, wen oder was wir da vorfinden. Frage ist jetzt natürlich nur, während wir das suchen,
fliegen die anderen dann nach wie vor zum Kamehaus, zum Roshi. Ist natürlich eigentlich sinnvoll, weil die wissen ja auch nicht, was jederzeit passieren könnte bezüglich der Cyborgs. Die wissen zwar, dass die kein Ki spüren können, weil wir können das ja auch nicht. Aber die können auch fliegen, wie man gehört hatte. Noch eine Zeitmaschine. Weit hinten. Quelle des Wissens. Okay. So, wieder die wundervolle Musik. Das ist natürlich auch wieder ohne Ende Gegner. これがわかりません。ですが、このタイムマシンの中に。これ、何かの卵よね。一体何が？おかしいのは、このタマゴだけじゃないんです。え？中のパネルを調べてみたら、このタイムマシンがいつの時代から来たのかわかったんですが。何よ。 当然あんたと同じ時代だったんでしょ？それが俺のいた時代の3年後の未来から来ていたんです。3年後？そしてこの時代にやってきたのは今から約4年前と記録されていました。この前俺が来た時より1年も前にこいつは来ていた。一体何が？ 何のためにやってきたんだ。俺の時代とこの時代の人造人間が違っていたのは、俺がこっちに来てしまったからだと。だから歴史が随分変わってしまったんだと思っていました。でももしかすると変わってしまったのはこいつのせいだったのでは。 なんだろうあれ。 どうしたの？ いえ、あれは何かなと思って。 何よこれ？ ん？ 抜け殻ですよ、これ。 いえ、抜け殻。 こんな大きなセミみたいなのが。 多分、こいつがタイムマシンに残っていた。 卵の中身。ええ。それが成長して抜け殻から出た。しかしどうやってこの時代へ誰かが卵を送り込んだのか。何者かが卵と一緒に来たのか。ねえ、正直言って嫌な予感する。はい。だったら。 早くこの場から消えた方が良さそうね。あんたたちはカメハウスにいるんだったわね。何かあったら連絡するから。わかりました。一体何がどうなっているんだ。わからない。さっぱりわからない。 Ja, um was handelt es sich dabei?
Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. ご飯たちが発見した謎の抜け殻。それを神は神殿から驚愕して見つめていた。神の恐れた通り、抜け殻のあった場所の近くの町では恐怖の兆しが起こり始めていたことをニュースが伝える。調査のためトランクスとクリリンは町へ向かい、待ち受ける災いを避けるため、神は己の運命を受け入れ覚悟を決めるのであった。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきそうだ。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。同じ頃、人造人間との戦いの後別行動をとっていたピッコロもまた覚悟を胸に神の神殿に到着しつつあった。未来からの刺客、その名は人造人間セル。ビオサイボーグ。まさかあの場所へ行く時が来るとはな。覚悟はいいか、カミ。Hoffentlich ist er bereit dafür. Da hat er wohl recht. Kamio, ore ga nan no tame ni koko ni kita ka wakatte iru daro na. Wakatte iru zo, Piccolo yo. Ima kono chikyu ni okiyou to shite iru wazawai ni taishite, watashi no nabakari no kami no chikara de wa amari ni muryoku da. Naraba, kono ore to hitotsu ni modoru kakugo wa dekite iru na.もちろんだ。だが、この私に迷いが残っているのもまた事実。なんだ、この後に及んで腰が引けたか。かもしれぬ。お前に私の迷いを消し去ることができるか。何？かつて未熟な私は邪心を抱いてしまった。横島な心を持ち。魔の道に落ちた者は魔族となる。我が半身がピッコロ大魔王となったように、もし融合した後にその過ちを繰り返せば人造人間以上の悪夢となろう。ふん、回りくどい。何を迷うことがある、さっさと言え。お前のその潔さも私の迷いを消し去る力の一つだ、ピッコロよ。では尋ねる。本当に今が一つになる時なのか、まだ慎重に様子を見るべきではないか。くだらん。何が立ち塞がろうとねじ伏せるまでだ。ほう、ではもう一つ尋ねよう。お前と私が融合する、それはドラゴンボールが失われるということ、本当に迷いはないか。そんなものに意味はない。このまま戦えば俺は奴らに倒され、貴様も消え、いずれにせよドラゴンボールは失われるだろう。奴らに、人造人間たちに勝つしか道はないんだ。そうか、確かにお前の言う通りだろう。私も覚悟を決めたぞ、ピッコロよ。私が神を捨て戦士として役に立たねばならぬ日がやってきたようだ。そういうことだ。今この地球に必要なのはスーパーパワーを手にした俺なんだ。わかった、この身をお前にやろう。神様。基本ベースはこの俺のままだ。神様。それでいい。私はパワーアップのきっかけと広い知識を与えるだけだ。下界へ戻ったらジンジャータウンへ行け。そこで化け物が
今も暴れておる。詳しいことは話さずとも、融合すれば私の知っていることの全てがわかるはずだ。わかった。いろいろ世話になったな、ミスターポポ。さよなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない。本当の名も忘れてしまった。ナメック星人だ。じゃあ行ってくる。Die Transformation echte namekianische Fusion ist jetzt für Piccolo verfügbar. Praktisch. Dann werde ich jetzt aber im Moment erstmal kurz hier schauen. Okay, hat sich automatisch aktiviert. Passt. Jetzt auf nach Ingwerstadt. Und dann mal schauen, um was es sich dabei handelt. Man sieht im Hintergrund, by the way, auch schon ein Bild. Ist das womöglich dieser Bio-Cyborg? Und wer ist der Junge rechts? Ist das überhaupt ein Junge? Die Leute, die den Bakemon erschossen haben, sind die Namen der Bakemon. Die Namen der Bakemon sind die Namen der Bakemon. Die Namen der Bakemon sind die Namen. Man sieht hier die ganzen Autos, die hier gecrashed sind. Gut. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein. Ich denke nämlich, das reicht dann für diesen Part. Im nächsten Part schauen wir dann, dass wir hier das Monster finden, was dort hinten dann haust. Und mal schauen, ob wir diesem Monster dann auch Einhalt gebieten können. Denn wir brauchen nicht noch eine zusätzliche Bedrohung. Die Cyborgs reichen schon alleine. Und dieser Bio-Cyborg, der dann wahrscheinlich zu sein scheint, den werden wir, wie gesagt, dann aufhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier den Cyborg da hinten oder was auch immer das sein soll, dann ausfindig machen und ihm das Handwerk legen. Mal sehen. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.